So, mein Freund, dann zeig uns mal, was du vorbereitet hast, wie du uns hier unterhalten willst, mein Freund. Zeig uns mal. Aus, oder was? Das war's? Ja. Das war das, was du für uns vorbereitet hast? Das war deine große Chance? Das war keine große Chance, verstehst du? Das war eine ganz, ganz große Scheiße. Meine Oma hat keine Arme, hat keine Beine, kann das besser als du, verstehst du? Die ist blind, verstehst du? Kann das besser als du. Das war gar nichts. Das war, du hast meine Zeit geklaut, verstehst du? Ha? Dafür komme ich extra nach Österreich, um mir das anzugucken. Bernhard, mein Freund, wie hat es dir gefallen? Bernhard, mein Freund, wie hat es dir gefallen? Du gehörst zur Jury, verstehst du? Wie hat es dir gefallen? Ich fand's gut. Sehr professionell, da steckt sich eine Menge Talent dahinter. Diese Eleganz, die Ruhe, mit der der Piep, Piep und dem Lichteinsatz, das war, man merkt da wirklich eine Routine und eine jahrelange... Bernhard! Bernhard, mein Freund, Bernhard, mein Freund, haben Sie, Bernhard, mein Freund, haben Sie dir ins Gesicht geschissen oder was? Bernhard, was ist los? Bitte. Bernhard, ich helfe dir gerne. Bernhard, was, du hast doch gesehen, was die gemacht hat. Das war gut oder was? Von mir gibt's ein dickes Plus dafür. Ich weiß nicht, Carina, wie hast du es denn du gesehen? Also für mich war das nicht die große Chance, aber du hast mein Herz berührt. Deshalb von mir ein Plus. Na, sehr gut. Zeig's her. Du, Ich muss sagen, es war echt super geil. Von mir ein Plus. Gut, vom Situ ist dann eh schon wurscht. Leck mich doch im Arsch, ihr österreichischen Arschficker.